Servus! Servus! Willkommen zum neuen Video auf unserem Kanal. Wir haben hier heute den Toyota, den haben wir schon mal vor kurzem gehabt. Was haben wir da gemacht gehabt? Keilriemen. Achso, da haben wir da oben den Ding ausgebaut. Den ganzen Halter so. Naja, auf jeden Fall. Eigentlich wollten wir gar kein Video dazu machen. Wir haben aber hier wieder einen, sagen wir mal, mehr oder weniger Pfusch entdeckt. Pfusch jetzt vielleicht nicht in dem Sinne so extrem, aber ein Fehler, den man halt nicht machen sollte und den man auch leicht verhindern kann. Obwohl wir schon öfters mal Bremsen gewechselt haben. Es geht um Bremsen, aber anscheinend wird der Fehler immer noch gemacht. Ihr schaut das Intro an und dann zeigen wir euch, worum es geht. Ja. So, also wir haben ja das Problem gehabt, ihr wart ja mit dem Auto in Italien unterwegs. Ja. Vor kurzem, also Urlaub gemacht. Und da habt ihr schon festgestellt, dass vom Bremsen her nicht so toll war. Neue Vibrationen. Und dann wurde wohl, also zumindest hat uns das jemand gezwitschert, dass da die Bremsen gemacht wurden, aber dann doch nicht die Bremsen, sondern nur die Belege. So, und das Problem ist halt jetzt, wenn ihr eine Bremsanlage ausbaut oder erneuert und nur die Belege macht, dann kann es halt passieren, dass die Belege sich natürlich nicht mehr richtig auf die Bremsscheibe einarbeiten, weil der Grat auf der Bremsscheibe schon so groß ist, dass sie sozusagen eigentlich, ja, wie soll man sagen, die Bremsbeläge kaputt macht damit, weil die brechen ja auf, ist ja klar. Weil eine Bremsscheibe ist ja gerade, wenn ich euch das jetzt mal hier kurz zeige, ihr habt jetzt hier, ich zeige euch jetzt mal kurz eine neue, ich meine, ihr wisst schon, was ich meine, aber ich zeige euch das trotzdem jetzt mal. So, ihr habt ja hier eine neue Bremsscheibe, boah, Alter, und die ist ja hier komplett gerade, da ist ja jetzt hier kein Grat drauf. Jetzt haben wir drüben die Scheibe schon ausgebaut. Oder der Georg, zeige ich dir das mal kurz. Ja. Da kann man das ganz gut erkennen. Die haben halt hier einen richtig tiefen Grat schon drauf. So, und wenn du jetzt da neue Bremsbeläge drauflegst, dann hast du natürlich außen auf den Kanten, sieht man das bei den, ja, das sieht man jetzt schwierig, weil es halt schon runtergefahren ist. Ja, hier sieht man es ganz gut. Ja. Ne, wenn wir es ein bisschen, tu mal so ein bisschen spiegeln lassen, da sieht man das ganz gut. Da sind die Kanten halt schon gebrochen. Ja. So, und das Problem ist, wenn man dann halt jetzt bremst, dann hast du halt starke Vibrationen, weil du ja nicht gerade auf der Bremsscheibe auflegst, sondern es gibt ja Vibrationen, weil du halt außen und innen bremst. Du bremst sozusagen an vier Punkten. Einmal außen die beiden und einmal die innere Fläche. Ne? So, und jetzt, wenn man jetzt natürlich jetzt mal, wie gesagt, nur ein bisschen logisch denkt, wenn man jetzt hier einen neuen Belag hernimmt, dann sehen die natürlich die Kerzen gerade an den Kanten. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Alter, sind gut verpackt. Febi, ihr seid so richtige, gute Verpacker. So. Und dann haben wir hier natürlich eine schöne, glatte Kante. Und die liegt ja hier auf der Scheibe schön auf. So, wie gesagt, wenn ihr jetzt aber bremst und ihr habt außen an den äußeren Flächen einen Bremsdruck und in der Mitte, dann fangen die halt das Vibrieren an. Und deshalb müssen wir das halt jetzt austauschen, damit erstens die Vibration weg ist und zweitens halt auch wieder die volle Bremskraft da ist. Ja? Genau. Das ist halt nicht so gut. Also, wir gehen und vor allem. Vor allem ist es ja so, dass mittlerweile die Bremsbeläge so hergestellt werden, dass sie gleichmäßig verschleißen. Das heißt, wenn man die ersten Beläge mit den Scheiben abfährt, haben schon die Bremsscheiben ihr Mindestmaß erreicht. Ja. Das heißt, wir können eigentlich rein theoretisch keine neuen Beläge drauf machen, weil im schlimmsten Fall wird die Scheibe so dünn, erstens kann sie brechen und zweitens kann sie die Wärme nicht so schnell ableiten. Also man kann, wie gesagt, man kann schon mal Belege wechseln, ne, wenn die Scheiben noch gut ausschauen. Es gibt ja, das ist jetzt schon, sag ich mal, ein tiefer Grad, die gibt es natürlich auch mit einem leichten Grad. Da kann man natürlich schon mal Bremsbeläge tauschen. Man muss jetzt nicht zu jede Bremsscheibe oder beziehungsweise zu jedem Bremsbelag wechseln, gleich eine neue Scheibe. Das ist jetzt auch Schwachsinn. Aber rein theoretisch ist es gleich mitgemacht. Es ist gleich mitgemacht, aber wenn es halt schon so tief wie da ist, habe ich gesagt, dann macht es halt Sinn. Ne? Ja. Wenn es jetzt ein bisschen abgetragen ist, dann lässt sich vielleicht noch drüber streiten. Wie dem auch sei, wir werden die jetzt ausbauen. Wir haben sie drüben schon ausgebaut. Wir zeigen euch jetzt, wie das an dem Toyota funktioniert. Nochmal. Aber Toyota ist halt wieder was anderes. Ja. Zeigen wir euch. Legen wir los. So, wir drehen mal ein, damit Leute haben halt kritisiert, dass sie halt nicht sehen können, was wir machen. Ach so, vielleicht noch ein kleines Update. Der Golf 7 fährt noch. Die Klimaanlage ist nicht explodiert. Die Wasserpumpe läuft und der Zahnriemen auch noch. Nur mal so immer zwischendurch, weil da kommen immer noch Kommentare rein. Zahnriemen? So von wegen, ja, ja. Naja, halt, weil ich die Wasserpumpe getauscht habe. Die muss auch unbedingt auf OT stehen, weil macht ja absolut Sinn. Ja. So, ich hoffe, ihr könnt jetzt alles sehen, jetzt wo man eingedreht hat. Sieht man schon. Sieht man. Gut aus. Wollen wir mal einen neuen Sonnenschutz? Ist jetzt auch besser. Macht, glaube ich, ein besseres Bild.
Was macht das? Ein besseres Bild. Die Bremse ist übrigens die gleiche wie im VW. Die neueren Modelle haben die auch drin. Habe ich erst vor kurzem eingetauscht. Ist exakt das gleiche. Ja. Ich denke, das hat auch diese Lukas-Bremsanlage. Bosch. Oder Bosch, ja. Sehe ich. Das heißt, wie gesagt, die erfinden ja die Bremsanlagen auch nicht neu, die Hersteller. Na. Die nehmen das, was auf dem Markt gibt, und dann bauen die wieder ein. So, wir hängen es da um ein. Das Wie dafür gemacht. Nicht am Bremsschlauch hängen lassen, sonst nee. Geht er kaputt. Schade um die Belege, weil die sind... Vom Ding her sind die eigentlich gut, aber das, halt, das ist es auch, ne? Hier siehst du auch, diese Kanten sind auch abgebrochen. Ja, ja. Ne? Sieht man halt. Schade. Wer schlecht repariert, repariert zweimal. Ja. Sag ich. Den machen wir jetzt da mal sauber. Ja, sorry, aber wer das so macht, der hat halt überhaupt keine Ahnung von Autos, ne? Also, muss ich jetzt mal so sagen, wie es ist. Die Spangen, die wir hier drauf haben, die kann man wieder hernehmen. Ne? Die sind ja, ja macht man sich ein bisschen sauber. Ja, die machen wir dann. Kann man zwar auch neu kaufen, wenn man will, aber eigentlich ist das nicht. Also das sind so kleine Bleche, die kann man wieder hernehmen. Also wir können eigentlich Bremsenvideos nicht zu wenig machen. Ja, Bremsenvideos können wir euch von jedem Auto zeigen. Aber die, wo halt schon öfters bei uns geschaut haben, die wissen halt, das ist immer das Gleiche. Da ist jetzt kein großer. Wie gesagt, wir wollten heute eigentlich kein Video drehen, weil es halt ein Bremsenvideo ist, aber wir wollten halt nochmal darauf hinweisen, dass wenn ihr wirklich so einen krassen, extremen Grat drauf habt, bitte macht gleich die Scheibe mit. Die kostet im Endeffekt auch nicht viel mehr, die Bremsanlage. Nee, und außerdem lässt sich es auch wieder viel schöner bremsen, mal davon abgesehen. Und ja, ist auf jeden Fall sicherer. Weil vorne die Bremsanlage hat ja meistens immer, sagen wir mal so 60% oder 70% von der Hauptbremskraft. Und von daher ist es schon wichtig, dass das dann auch funktioniert. Vor allem, wenn man wie ihr durch Italien, durch die Berge fahrt, braucht man eine gute Bremsanlage. Die Teile sind übrigens hier wieder von Febi. Die hat uns Febi zur Verfügung gestellt. Danke an der Stelle nochmal. Wie gesagt, wir haben neue Belege und neue Scheiben. Hier drüber haben wir schon eingebaut. Nur mal zur Information für euch. Was sagst du zum allgemeinen Fahrzeugkomfort, Fahrgefühl war, Toyota? War günstig. Beim Fahren verbraucht er nicht so viel Sprit, gell? Okay. Also sagst du, Toyota ist ein gutes Auto. Toyota kann man ist gut. So, dann machen wir einmal die Scheibe los. Da gehe ich hier mal mit dem Hammer drauf einmal. So, wenn ihr mal Frust habt, bisschen auf die Scheibe hauen, dann kommt die von alleine runter. So. Meistens sind die ein bisschen best gebacken. Aber die sah eh nicht mehr so gut aus. Gut, machen wir was Freshes, erstmal sauber machen. So. Erklär mal, warum mache ich das jetzt gerade sauber? Ja, warum machst du die Radnabe sauber? Erklär mal. Andere lassen also, es so. Ich habe keine Ahnung. Wir machen das jetzt sauber. Die meisten wissen es vielleicht. Damit die Oberfläche erstmal sauber ist und dass die Bremsscheibe plan aufliegt. Genau, weil da liegen ja oft Rost oder Rest direkt drunter. Genau. Das Problem ist, wenn man halt direkt drunter hat und die nicht richtig aufliegt, dann kann natürlich passieren. Haben wir auch Vibrationen. Genau, dass halt Schwingungen drin sind oder so. Ja. Und dann sucht man und findet es halt und denkt, naja, vielleicht ist das Radlager kaputt oder was. Ja. Aber das sollte man halt auch gut und sauber arbeiten. Da ein bisschen Bremsenreiniger drauf. Sehr schön. Da läuft die Summe runter. Dann nehmen wir die neue Scheibe her. Immer wieder schön, die Fifi-Scheiben. Ja, weil die Kanten dann lackiert steht, sind. Die sind lackiert, da entsteht kein Rost. Optisch. Und weil Febi die in Öl einlagert, müssen wir hier ein bisschen Bremsenreiniger drauf. Damit das Öl natürlich nicht auf den Bremsbelag kommt nachher. Und die Bremskraft minimiert. So. Auch schon mal sauber. Sehr schön. Wir haben jetzt hier keinen Bolzen zum Festmachen. Wir machen es jetzt einfach so. Wir nehmen jetzt hier die Bremsscheibe. Dann nehmen wir uns hier einen Radbolzen her. Bolzen oder Butter? Ja. Radbutter ist da. Jetzt kann das nicht mehr wackeln. Jetzt kann man erstmal einbauen. Den Rest kann man dann später drauf machen. So. Was hast du jetzt noch? Achso, den Bremssattelhalter. Bremssattelhalter. Braucht man den unbedingt oder? Den brauchen wir, kann man auch so einbauen. Kann man so, oder? Ohne. Aber ich weiß nicht, ob die fest sind. Was passiert, wenn die fest sind? Dann haben wir Probleme. Überhitzt die Bremsscheibe wieder. Immer schauen, dass sie leichtgängig sind, aber nicht nur schauen. Auch mal rausziehen, angucken. Sauber machen, frisches sauber Fett machen. Ach so, weil wir die Frage schon öfters bekommen haben, für was die Gummis da oben drauf. Das hat nicht jeder Hersteller, manche haben das, manche nicht. Ja. Das sind Schwingungsdämpfer. Also sprich einfach, dass noch weniger Vibrationen auf der Bremsanlage sind. Und die sind meistens unten verbaut. Weil der obere hat das jetzt nicht, das ist nur blankes Metall. Ja. So, jetzt flutscht es hier wieder schön. Genau.
immer mal ein Fett und jetzt nicht irgendein Industriefett nehmen, sondern wirklich ein Bremsenfett. Richtig? Und vor allem gar kein Kupfer. Ja? Bitte nimmt da kein Kupfer her. Es gibt nämlich Leute, die denken, Kupfer ist das Allheilmittel. Also ich liebe Kupfer. Ja, schon, aber bei Bremsanlagen mit neueren Autos, sage ich mal, das ist immer ein bisschen problematisch, wenn Kupfer mit dran ist. Bis sie sauber machen. Die Fläche, wo die Bremsscheibe, Bremsbelag aufliegt, brauchen wir unsere Klammern wieder, ein bisschen abputzen. Die sind gut, die Edelstahl, da packt gar nichts drauf fast. Nö. Die kannst du einfach so abwischen, wieder montieren. Dann kann ich schon mal die Bremsbeläge vorbereiten, denn wir machen auf den Laufflächen von den Bremsbelägen auch ein bisschen Bremsenfett. Manche sagen, nee, das macht man nicht. Ich bin der Meinung schon, denn eine Bremse muss sich ja bewegen. Wenn man die starr und trocken verbaut, dann kann es halt sein, dass sich so ein Bremsbelag mal verkantet, ne? Und dann tut die permanent auf der Bremsscheibe schleifen. Mhm. Deshalb machen wir ein bisschen Fett drauf. Nicht viel, ein ganz dünner Film. Und dann kann die sich in der Führung hier auf diesen Schienen hin und her bewegen. Weil eine Bremsscheibe ist ja nie zu 1000% gerade, sondern die hat immer ein bisschen Spiel. Und Schlag. Die Bremsanlage muss sich immer bewegen. Deshalb sagt man, baut die Bremsanlage schwimmend ein. Die muss sich bewegen können. Schwimmend? Schwimmend, sagt man. Kann die schwimmen? Ja. Ah, okay. So, einmal den und dann haben wir die Seite noch. Da ist so eine Spange drauf. Für was ist die? Könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Wir haben jetzt hier keinen Bremsverschleißsensor drauf, sondern wir haben jetzt hier so eine Klammer drauf. Wenn jetzt der Belag auf seiner Mindesthöhe runtergebremst ist, dann fährt die Bremsscheibe hier drüber und macht so ein richtig ekelhaftes Geräusch. Also dann ist so ein kratzendes Geräusch. Dann wisst ihr, okay, die Bremsbeläge sind verschlissen. Wenn aber das Geräusch zu laut wird, einfach Musik lauter machen. Genau. Oder so lange fahren, bis das Geräusch weg ist, weil dann wisst ihr, dann bremst ihr nicht mehr auf der Spange, sondern bremst ihr komplett auf den Bremsbelag. Und halt. Wenn ihr Pech habt, dann auf den Kolben. Genau, das haben wir auch schon gehabt am Renault. Ja. Also nichts, was wir noch nicht gehabt hätten. Es ist alles dabei. Alles. Gut, die sind vorbereitet. Wie schaut es bei dir aus? Du bist noch ein bisschen drüber. Ja, wie man sieht, nur abgeputzt mit Lumpen, wie neu. So, jetzt brauchst du deine zwei Kolben. Also neue Scheiben schauen immer schön aus, gell? Ja, vom Febi. Immer sehr schön. So, jetzt. Das ist noch nicht. Doch, jetzt hat. Übrigens, demnächst haben wir noch wieder ein neues Projekt. Unser Golf Plus Projekt habt ihr jetzt gesehen, das wird soweit abgeschlossen. Ne? Im letzten Video haben wir noch die Kette gemacht. Wir haben ein neues Projekt, / Winterauto. Ich habe mir ein Winterauto gekauft, das werdet ihr zunächst sehen. Wir machen daran einen Wintercheck, den seht ihr zuerst nochmal was reparieren. Genau, das wird demnächst kommen, das wollte ich jetzt nochmal so zwischendrin nochmal erwähnen. Mhm. Falls ihr da Bock drauf habt, so ein Wintercheck, was muss man beachten, worauf sollte man schauen, bevor man den Winter neu fährt. Genau. Gut, Bremssattelhalter machen wir natürlich mit Drehmoment fest. Da haben wir 120 Newton. Einmal, eine Hand, sagt nochmal jemand, ich habe keine Kraft. Ich habe Käsebrezen gegessen, da haben wir Kraft. Nein. So, zack, 120. Ja. Bitte, nächste. Achso, Bremskolben zurückdrücken, ja. Bremskolben zurückdrücken, das könnt ihr machen mit jedem Werkzeug, was ihr wollt. Weißt du, was mein Chef benutzt? Zum Bremskolben, hat er gesagt, das hat er in der Lehre gelernt, was das so benutzt. Was? Kennst du diese, was du, wenn du Holz machst, diese, wo du so schieben kannst und dann so drückst, ich weiß nicht, wie die heißen, wo du so einspannen kannst. Dieses Spannwerkzeug, weißt du? Wo du kannst so frei schieben. Und dann gehst du halt sozusagen bis zu dieser Begrenzung und dann kannst du pumpen. Dann ach so, das sind diese... Ich weiß nicht, wie die heißen. Für Holzbau. Genau, wenn sie so zusammendrücken, wenn sie leimen oder so. So was der, ja? Funktioniert auch. Ja, wenn es funktioniert. Ja. Wenn er hinkommt. Theoretisch gesehen, alles, was zurückdrückt, funktioniert. Ja. Ich hätte, er soll sich auch mal sowas kaufen. Das hat Backen. Nee, das hat er so gelernt und dann macht er das so. Weil er so gelernt, wo... Zwinge. Ja, so Schraubzwinge, genau. Ja, warum nicht, wenn es geht? Das geht aber auch nur, wenn du einen Bremskolben hast, der nicht fest ist. Weil du einen Kolben, der fest ist, dann machst du gar nichts. Ja, wollte ich gesagt. Muss man auch aufpassen bei der Arbeit. Was ich halt gefährlich daran finde, ist halt, weil mit dem Ding kommst du ja nur
auf die Seite von dem Ring. Weißt du? Ja. Wenn, im schlimmsten Fall, wenn du es halt verkantest dann beim Reindrücken, dann ist halt wieder ein bisschen. Deshalb, da liegst du ja gerade auf, da hast du ja eine große Fläche. Ne? Ja. Aber der weiß es schon, der hat es so gelernt. Ja, der hat es so gelernt. Es hat immer funktioniert, es funktioniert ja auch. Ja. Aber wie gesagt, man muss halt alles hin bei der Arbeit immer beisammen haben. Zum Beispiel, muss, wenn jetzt der Bremskolben schräggängig ist. Selber sich immer hinterfragen, ist das macht so? Es Sinn, was man macht? Und ist es richtig, was man macht? Im Endeffekt ist es nie richtig, weil jeder weiß immer was anderes und jeder weiß es besser. Das ist sowieso so. Ja. Vor allem, wenn man auf YouTube ist. Es gibt immer einen, der es besser weiß und der es sogar besser kann. Und ja, muss man sich halt darauf einlassen. Ja. So, gut. Dann machen wir die Belege mal ein hier. So, neue Belege sind drin. Sind wir eigentlich fertig? Nice, ne, wir müssen den Sattel noch drauf machen. Ach, stimmt. Ohne geht's nicht. Ohne geht's. Aber wäre es eigentlich besser, ne, weil dann würdest du nichts verschleißen. Nee. Mit was bremst du da? Mit Liebe, mit Luft Motor, und Liebe. Mit Motorbremse. Motorbremse, genau. So. Was wir noch drauf achten? Die Bremsleitung nicht verdreht einbauen. Richtig. Immer aufpassen. Aufpassen, dass richtig ist, weil sonst kann es nämlich sein, dass der Schlauch kaputt geht. Ja. Und ihr dann keine Bremskraft mehr habt im Notfall, was jetzt auch nicht schlimm ist, weil irgendwann kommt die Wand und die bremst euch dann schon. Aber ist halt nicht so vorteilhaft. Dann gehen wir her. 30 Newton aus dem Handgelenk. 30. Aus dem Handgelenk 30 Newton, weil ich es kann. Ich hatte schon jahrelang die 30 Newton. Ja. Die haben wir schon im Handgelenk. Das sind ja bloß noch Haltebolzen, so keine fixieren. Aber ich habe mir schon auffallen, es gibt ja, wie gesagt, der hat jetzt nur wie die hintere Bremsanlage, kenne ich es eigentlich, dass man jetzt die Schraube eindreht. Aber ich kenne es halt bei den meisten, dass die vorne, halt eine Hülse haben, ne, damit der Bremsding hier richtig sich bewegen kann. Also ja, kann er halt sich hier auch drüber, bewegen. Ja. Er macht das halt hier drüber. Aber ich kenne halt diese Steckhülsen, was ich meine? Ja, deshalb hat es mich ein bisschen gewundert. Ja. Im Endeffekt ist das gleiche System, nur ein bisschen altmodisch, finde ich. Ja. Es funktioniert. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Schauen wir mal. Sollen wir gleich sehen, wenn wir die Probefahrt machen, ob er noch bremst oder nicht. Ja. Hater würden sagen, es funktioniert nicht. Nee. So, 10, 20, 30. Oha. Hast du gemerkt? Habe ich gemerkt. War gut, ne? Das sieht man sogar, dass das 30 das Newton sind, oder? Das sieht man sogar. Achtung, 10, da ist noch nichts. 10, 20, 30. So. Bei 30 Newtonmeter knackst du immer bei mir die Schulter. Genau, weil dann ich habe hier oben so einen Nerv drin und der tut dann weh. Ja, genau, bei 30 Newtonmeter sticht er rein. Genau. Gut. Dann können wir die erstmal wieder runter machen hier. Weil da fällt rein. Nicht die Bremsscheibe runter? Nein, jetzt nicht mehr. Also okay, ich frage für einen Freund. Okay. Wie lang ist das? So, dann, was ist eigentlich schon heute? Also, wie wir gesagt haben, wenn ihr stark verschlissene Bremsscheiben habt, macht die bitte mit neu, nicht nur die Belege. Eigentlich merkt man das sogar beim Fahren. Ja. Wenn ihr bremst und das Lenkrad vibriert oder so, dann wisst ihr schon, okay, irgendwas stimmt mit der Bremsanlage nicht. Ja. Macht's mal neu, kostet nicht die Welt, wenn ihr es selber machen könnt. Wir möchten es natürlich nicht jedem ans Herzen legen, das selber zu machen. Wenn ihr euch nicht traut oder euch unsicher seid, macht es auf gar keinen Fall. Weil Bremsanlage ist lebensnotwendig. Also man braucht ein gewisses Werkzeug auch. Ja, aber man muss halt entweder man kann schrauben oder man weiß, wie zu schrauben ist oder nicht. Aber wenn man sagt, ich versuche das jetzt heute mal selber, weil im Video schaut es so einfach aus, aber ihr seid euch unsicher, macht es lieber nicht. Weil, wie gesagt, wenn die Bremsanlage nicht funktioniert, das ist das Einzige, was euch auf die Straße hält. Ne? Also wenn ihr nicht bremsen könnt, dann habt ihr ein Problem. Manche scheitern schon die erste Schraube hier. Sag ich ja, deshalb. Die dreht durch, die Tanken lieber, ist kaputt. Lieber nichts machen, wenn ihr euch unsicher seid. Aber wenn ihr euch sicher seid, dann könnt ihr das gut selber machen und viel Geld sparen. Genau. Oder ihr teilt das Video an eure Freunde, dann wissen die, wie es geht. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es eh für heute. Ne? Bremsflüssigkeit müssen wir nicht wechseln, das haben wir schon gemacht bei dem Auto. Ja. Wie gesagt, eigentlich wollten wir gar kein Video machen, aber wir haben gesagt, interessiert euch das? Aber nochmal als Hinweis nochmal für die Leute, die vielleicht sowas selber machen wollen. Bremsanlagen bitte immer vorsichtig dran arbeiten, das ist sehr, sehr wichtig. Und nicht sparen. Und hält euch am Leben, genau. Und immer Qualitätsware einbauen. Nicht irgendwie für 15 Euro das ganze Set auf Liebe, Wisch. Kann ich nicht sagen. Aber gibt schon so Seiten, ne, wo du sagst, du kriegst durch Bremsscheiben, die sind runderneuert aus irgendwo aus Indien, haben sie selber geschliffen oder was. Gibt es wirklich, also das ist ja Katastrophe. Also was bei Wisch gibt. Nee. Besser sind wir ganz froh, dass wir Febi als unseren Partner haben, die haben echt gute Qualität. Ja. Verbauen wir gerne, haben auch schon viele Autos verbaut und haben nie Probleme gemacht. Ja, jetzt mal so als Kostenfrage, manche fragen sich, was kostet das so Bremsanlage, ich sag mal, für so ein Auto? Vom Febi, sagen wir jetzt mal, für ein, der Avensis ist ja, sagen wir so, Mittelklasse-Kombi. Ja, genau, mit normaler große Scheibe, 312er. Ja, ich glaube, sagen wir bei 120 Euro vielleicht. Maximal. 120, 150, ich weiß jetzt nicht genau den Preis. Ja, aber sagen wir mal so, ihr kriegt eigentlich
egal welches Auto, zwischen 80 und 150 Euro kriegt ihr eigentlich immer eine gute Bremsanlage, genau, wenn ihr selber machen könnt. Mit Scheibe und Beläge. Das ist nicht immer dabei, dieses Zubehör. Meistens ist es aber auch nicht notwendig, weil die Dinger gehen nicht kaputt. Die machen sich sauber und nimmt die wieder her. Genau. Ne? Also ist man irgendwo zwischen 80 und 150 Euro immer dabei pro Achse. Und dann kann man es schön selber machen. Wenn es für 50 Euro gibt, dann sieht es optisch erstmal neu aus, aber. Ja. Also da braucht, sowas braucht ihr nicht kaufen, wirklich. Also wenn da kein Name oder so draufsteht, kauft es nicht. Das weil am Ende fährt ihr 60.000 Kilometer auf so Bremse drauf. Ja. Und wie gesagt, Gefahrenbremsung ist halt. Wenn du wirklich mal eine Bremsung machen willst und dann hast du so schlechte Bremsen, dann ist der Bremsweg halt einmal richtig uninteressant. Gut, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Dann geht es weiter mit unserem Winterprojekt. Ja. Das steht nämlich jetzt Winter in den Startlöchern, steht schon draußen. Ich möchte es euch noch nicht zeigen, aber es fängt mit V an. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Vogel auf. Im Vogel, genau. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Mit einer Katastrophe. Servus. Kolbenfresser TV, wir leben den Rausch von PS und Drehmoment, sind wir ganz berauscht mit Öl und Benzin in unseren Venen. Fahren wir durch die Straßen, das liegt in unseren Genen.